Svenny, der erste Angeltag heute für dich. Wie läuft er bisher? Jeder Wurf ein Treffer. Ist affig, wa? Ist affig. Macht keinen Spaß. Was soll denn das? Ich habe ihn nicht gebucht. Ich wollte erstmal einen Abriss haben eigentlich. So, mal gucken, ob es noch einen gibt gleich. Live bist. Mal gucken. Ich glaube schon. Bis jetzt hat er immer. Ja. Alles auch schon. Ah, schade. Verschlagen. Kann immer passieren. Hier muss man sich nicht ärgern, wenn man mal verschlägt. So ist es. Nicht so wie Anna Oder. Oder richtig Hass gehabt, wir schieben es erstmal. Der eine Biss am Tag Ja. und dann. Genau. Boah, ey. Hätte ich einfach meinen ersten Wurf, ohne dass ich irgendwas teile? Na ja, ist die Kamera, ne? Das ist ja immer so. Du hast ihn so lange grimmen sehen, der Ruffi. Hier muss ich ganz höher schon pumpen, der Kleine. Oh, der hat aber alter Schwede. Du schlagst Action vom Stich aus. Ist das was, Sven? Ist der reingeprügelt. Schönes Ding. Krise. Das war deiner. Nur so groß wie die, die wir in Trondheim gefangen haben letztes ja, Jahr. Genau, richtig. Noch ein bisschen größer vielleicht so, ja. Ja, ein bisschen größer. Da ist er doch, Svenny, da ist er doch. Da ist er doch. Ja, immer über den Nacken gegriffen. Ich mach mal aus, lieber. Gut. Oh, leider weg hier runtergefallen. Schnell vom Steg her ein bisschen angedreht, das Ding. Ja. Pump ihn hoch. Frühsport. Aufwärmen auf jeden Fall. Oh, es sieht ein Bild, ja. Total scheiße aus. Sag mal, was dauert denn da so lange? Ja, schwer. Hast du nicht mal Krähenschwarm angeschmissen? Ja. Kommt da schon. Oh, ach, Querjagd. Deswegen, ja. Ist doch ein Blei, wa? Rassen. Oh, den Seelachs halt. Jo. Was für die Werte? Erst ist die Brille. Und dann hast du das auch noch da eingelegt. Ich setz so eine Schnauze. Richtig so, geh da. Und fängst du bei der großen Rotbarsch? Ich noch ein kleines Ei. Ein kleines Ei, fängt es ja erstmal an. Das ist ja schon gut. So, Freunde, Tag Nummer 2 hier am Austerfjord. Und jetzt geht's wieder raus. Heute, obwohl vorher gesagt war, dass das Wetter sehr gut sein sollte, ist heute ein bisschen windiger. Eigentlich wollten wir raus auf Meer. Mal schauen, ob wir das auch wirklich machen. Hey Thomas, was wollt ihr heute machen hier? Echolot? Echolot? Svenny flirtet schon mal mit der Kamera. Ihr müsst schön filmen, gell? Hier, Thomas hat kein Telefon. Für mich selber. Ja? Gut. Alter, wie schwer deine Kiste ist, das ist unglaublich. Das kommt nicht. Ist ja auch dafür gemacht, die Ritze da, wa? Hm? Was ist denn Totschläge? Hier. Alter. So ein Steinzeitgaff, Junge. Deswegen haben wir irgendwas. Gaff ist fessial. So wie du, wa? Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer die drei Typen überhaupt sind, das sind Thomas, Björn und Sven, die am Abend zuvor mit dem Flieger angekommen sind und heute ihren ersten Angeltag haben. Thomas und Sven kennt ihr vielleicht noch aus unseren vorangegangenen Videos. We'll be right back.
Seelachs. Mach die Bremse weiter zu. Lass ihn erstmal ziehen und mach die Bremse ein bisschen weiter zu, dass du ihn kurbeln kannst dann irgendwann vielleicht. So, eins. Boah, Alter. Achso. Da ist er doch! Das ist auch ein ganz komischer Knarrer. Ja. Ich gucke jetzt die Jägen. Alter. Ja, wahrscheinlich. Alter! Ja. Ordentlich ab, wa? Guter Dorsch. Das ist ein richtig guter Dorsch. Doch, der sitzt gut. Ey, nie wieder ab. Bam, Junge! Alter, ist das ein Dorsch, Junge! Kannst du gleich mal kicken, wie schwer er ist? 4 Kilo, 5 Kilo, 6 Kilo. 6 Kilo. Das musst du quernehmen mal, genau. So, genau. Und den Kopf ein bisschen weiter nach vorne halten als das andere. Tipptopp, Junge. Tipptopp. Was für ein Dorsch. Schönes Gerät. Sales, Petri. Na bitte, danke. Schöner Dorsch. Den nehmen wir mit. Aber sowas von. Wolfgang, nicht am Pilger, oder? Warte, Dieter macht das schon. Dieter macht das. Oder? Na gut. Warte. Ich mach mal die Bühne drauf. Ein bisschen Schnur runter. So, raus jetzt gleich. Schöner Dorsch. Thank you.
Komm da. Naja, kannst mal sehen, wie viele wir gefangen haben. Wir fangen immer noch ein. Echt? Ja. Hab ich schön gepennt. Ich liebe in Norwegen zu schlafen. In Norwegen zu schlafen? Ich liebe in Norwegen zu fischen. Ja? Ja, fischen ist besser als schlafen in Norwegen. So, ey, Norbert. Ja. Ich fange heute. Und ja. Die großen. Kleine haben wir jetzt gesehen. Also die richtig großen. Die richtig großen. Ich hab keine Ahnung, ich bin auch das erste Mal hier. Das ist ja immer ein heißen Tipp. Lieber, ja. Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, wo sind sie? Na, ich hab dir was vor gezeigt, wo sie sind. Da sind sie. Da sind sie. Da sind sie. Kannst du das unterstützen? Ja. Also besteht ihr? Ich kann das bestätigen. Ja. Hast du noch hier schlafen können? Ja, ich hab mich hier schon geschlafen. Meine Perle. So. Kannst du Schleife überhaupt schon? Nee. Angelknoten mache ich immer. Angelknoten, Mann. So. Und zweimal, eins, zwei, und dann machst du so, und dann kannst du den so zuziehen. Fertig. Ja, sehr gut. Was ist das Enkon, Alter? Ich hab gesagt, ich hab mir ja die Bibel geliehen. Ja? Nein, das ist ein Fremdwort. Und komm ja, Hanni in die